Österreicher ist so einfach und so ernüchternd. Ich glaube, am Willen ist es heute sicher nicht gescheitert, von jedem Einzelnen nicht. Wir sind jetzt fußballerisch besser und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Hilfe von oben ist den Österreichern versagt geblieben. Im Fußball an Wunder zu glauben ist fahrlässig. Das einzig Schöne an diesem Novembertag ist für die Österreicher das Wetter. Die Portugiesen haben mit den harmlosen österreichischen Sturmwellen keine Probleme, so wie der Turm von Belém allen Angriffen schnöder Piraten stets getrotzt hat. Lissabon ist keine reiche Stadt. Sport und im speziellen Fußball hat einen besonderen Stellenwert. Für die sozialen Randschichten ist Fußball das wichtigste Freizeitvergnügen. Anderen Trost bietet Fado. Probleme des Alltags nicht nur melancholisch bejammert, sondern auch vergessen werden. Auch die Österreicher sollten diesen Tag nicht lange beweinen, sondern schnell vergessen und wieder nach vorne schauen. Was nützen die besten Schussstiefel, wenn es keine Gelegenheit gibt, sie auszunützen? Die Anspannung vor diesem Spiel ist besonders groß, vor allem für Otto Konrad. Der Held von Salzburg hat erst durch den Rausschmiss von Franz Wohlfahrt von Teamchef Herbert Prohaska Gelegenheit bekommen, sich in der Nationalmannschaft zu beweisen. Die insgesamt technisch unterlegenen Österreicher versuchen mit Einsatz und Kampfgeist, sich nicht so aufscheuchen zu lassen, wie die Tauben auf einen der vielen schönen Plätze der diesjährigen europäischen Kulturhauptstadt. Eine hilflose Attacke führt in der 21. Minute zu einem Elfmeter für Portugal. In Lissabon gibt es unzählige Denkmäler. Vielleicht hätte man Oceano auch eines gesetzt, aber er trifft nur die Latte. Wenn man das Spiel der Österreicher zerlegt und in Teilen betrachtet, kommt man drauf, dass eigentlich nur der hintere Teil genießbar war. Die von Peter Schöttl gut organisierte Abwehr begeht nur einen schwerwiegenden Fehler. Dieser bedeutet aber eine weitere Talfahrt weg von der Europameisterschaft. Noch einmal die Entstehungsgeschichte. Zunächst wird im Mittelfeld zu lax attackiert. Schöttl rutscht vorbei, Hans Kogler und Fürstaller sind sich nicht einig, wer auf Figo gehen soll, und diese erzielt das siegbringende 1:0 in der 38. Minute. Das ist Fidschi Gogal, mag sich da vielleicht einer gedacht haben. Zwei Stunden vor dem Anpfiff findet tatsächlich ein Länderspiel im Tischfußball, dem sogenannten Subuteo, in einer Nebenhalle des Stadions statt. Fidschi Gogal ist also fast salonfähig geworden. Es gab bereits eine offizielle Europameisterschaft, bei der Österreich den dritten Platz belegt hat. Den Länderkampf gegen Portugal verliert Österreich aber mit 1:3. Zurück zum echten Fußball. Die folgende Szene ist symptomatisch für das gesamte Spiel. Aus dem Mittelfeld kommt nichts für die Offensive. Keine geeigneten Bälle für Polster, weder Stöger noch Czerny können das Spiel ordnen.
Zu viele Zweikämpfe gehen verloren, wenn auch manchmal durch unfaire Aktionen. Aber die Portugiesen pressen auch ständig und sind auch im Kurzpassspiel überlegen. Der Einsatz aller Österreicher ist dennoch vorbildlich. Dadurch kommen die Portugiesen auch zu keinen nennenswerten Torchancen mehr. Aber die Österreicher leider zu überhaupt keiner. Die kleine österreichische Anhängerschar packt auch bald die Fahnen ein. Man spürt, da ist nichts mehr zu holen. Die letzten 20 Minuten sind vornehmlich durch Rangeleien und unschöne Fouls gekennzeichnet. Wobei die Spieler beider Mannschaften gleichermaßen beteiligt sind und Schiedsrichter Mikkelsen aus Dänemark nicht immer Herr der Lage ist. Er hätte genauso einen Portugiesen ausschließen können, schickt aber Stöger vom Feld und ab diesem Zeitpunkt ist Österreich endgültig geschlagen. Österreich hat verloren. Na und? Der Weg zurück zum Erfolg wird sicher noch ein beschwerlicher. Aber nach jedem Sonnenuntergang folgt sicher wieder ein Sonnenaufgang. Besser werden muss. Aber was mich besonders interessiert, Herr Schöttl, warum spielen österreichische Clubs im Europacup gegen wesentlich stärkere Gegner, um viele stärker als eine Nationalmannschaft gegen einen zugegeben auch sehr starken Gegner wie Portugal? Ja, das ist die Frage, die uns alle das am meisten selber interessiert, ne? Das wissen wir selber nicht. Im Europacup haben alle vier Mannschaften heuer wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und gestern sind wirklich die einfachsten Sachen daneben gegangen und ich kann es nicht erklären, ich verstehe es selber nicht. Hat man schon Angst, wenn man im Team spielt? Angst vor der eigenen Courage, vor dem eigenen Selbstvertrauen? Na, Angst nicht, aber der Druck wird natürlich immer größer. Je länger so eine, nennen wir es einmal, Misserfolgsserie dauert, umso größer wird der Druck. Man will es besonders gut machen. Aber wie gesagt, wenn man so grundlegend falsche Dinge macht wie mir gestern, dann kann man kein Spiel gewinnen. Fehlt der Andreas Herzog dem Team? Ja, von meiner Warte aus, ich habe 10 Jahre gespielt mit ihm, ein Fußballer wie Andi Herzog, braucht man nicht reden, ist normal immer eine Verstärkung, aber es hat eben in der Vergangenheit Versuche gegeben mit zwei oder drei Spielmachern, das hat ihm nicht geklappt und darum hat sich der Teamchef halt gegen einen entschieden. Aber er fehlt? Mir fehlt er, ja. Wenn alles klappt, haben wir ihn jetzt in der Leitung in Bremen. Guten Abend nach Bremen, Andreas Herzog. Hallo. Hallo? Ja, gut. Fein. Andreas Herzog, ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, die letzten Worte jetzt von Peter Schöttl, der gemeint hat, ihm persönlich fehlt er und Sie fehlen eigentlich vielen Österreichern im Moment in der Nationalmannschaft. Wie schaut Ihre persönliche Situation aus? Gibt es irgendwelche Ressentiments oder wird der Andreas Herzog, wenn ihn der Teamchef holt, im Frühjahr in jedem Fall wieder im Team spielen? Ja, ich glaube schon. Ich meine, ich hoffe, dass ich im Frühjahr wieder dabei bin. Natürlich jetzt so, dass wir das Spiel in Portugal verloren haben und jetzt die Qualifikation halt sehr schwer wieder möglich ist, aber natürlich will ich unbedingt wieder im Frühjahr in der Nationalmannschaft spielen. Es sah ja einige Zeit so aus, wie Sie aus der Mannschaft gestellt wurden, das hat Sie auch persönlich geärgert, als ob Sie der Sündenbock sind. Jetzt haben wir mit Herzog verloren und auch ohne Herzog verloren. Ja, ich meine, ich glaube, ich habe von einem Legionär mehr verlangt und ich war mit meinen Leistungen auch nicht zufrieden. Und man kann jetzt nicht sagen, dass es mit mir gestern besser gelaufen wäre, oder wir hätten gestern sogar gewonnen. Das wäre vielleicht unfair gegenüber der Mannschaft. Und man hat gewusst, dass Portugal ein schwerer Auswärtsgegner sein wird. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt in Zukunft wieder dabei bin, dass es wieder mit Team bergauf geht und dass ich doch sein kann, dass ich in die Mannschaft gehöre. Also ein klares Ja zu einer Teamrückkehr des Andreas Herzog. Die nächsten Spiele ja gegen Lettland und gegen Liechtenstein dann im März und April nächsten Jahres. Danke, Andreas Herzog, danke nach Bremen. Dankeschön. Danke, tschüss. Ja, Teamchef Herbert Prohaska hat heute angedeutet, er würde sein Amt zurücklegen,
wenn man ihn nicht mehr will. Die Entscheidung darüber wird der ÖFB zu befinden haben. Wir wollen jetzt gar keine Teamchef-Diskussion hier entbrennen lassen. Nur glauben Sie, Herr Schöttl, dass ein neuer Teamchef dem Team eine neue Motivation geben kann und dieses Team vielleicht aus dieser, selbst für die Spieler, unerklärlichen Lethargie wecken kann? Motivation, das ist so ein Wort. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass der Herbert Prohaska in der Zeit, in der er uns zur Verfügung hat, wirklich das Beste macht, um uns optimal vorzubereiten auf das Spiel. Es passieren einfach unbegreiflich dumme Sachen, was jeder Spieler in einer unteren Klasse nicht, das macht nicht solche Fehler, wie wir zeitweise machen. Ich kann immer nur das Gleiche sagen. Ne? Wir wissen selber nicht, woran es geht. Jetzt rätseln wir halt schon sehr lang. Eben. Und wir sagen auch immer dasselbe an und für sich in letzter Zeit. Ne? Ja. Wir kommen auf keinen grünen Zweig. Müsste man öfters als Team beisammen sein? Müsste der Teamchef aus der Sicht der Spieler mehr Gelegenheit haben, mit den Spielern zu arbeiten? Ja, ich meine, in letzter Zeit können wir uns nicht beschweren. Ne? Wir waren zweimal Woche zusammengezogen. Also an dem kann es auch nicht liegen. Ne? Im Moment ist halt einfach alles falsch, was wir machen. Wir haben heute versucht, eine Stellungnahme von der ÖFB dazu einzuholen. Es gibt da keine Hinweise, dass sich etwas ändert. Herbert Prohaska wird, so hieß es, in jedem Fall auch im nächsten Jahr unser Teamchef bleiben. Und die Chance, sich für die Europameisterschaft zu qualifizieren, ist zwar schon sehr, sehr klein, aber rein rechnerisch geht es sich allemal noch aus. Ne? Ja, das ist halt der letzte Strohhalm wieder einmal, an den wir uns klammern, aber Gott sei Dank, solange es rechnerisch möglich ist, dann klammern wir auch daran. Eine ganz leichte Frage stelle ich Ihnen jetzt. Wissen Sie ungefähr, wer Torschütze des Monats hätte werden können, aber noch nicht verraten? Ich weiß es nicht, aber es kann eigentlich nur einer werden. Ne? Okay, dann sagen wir nichts. es ist, glaube ich, heute nicht allzu schwer. Bevor wir diese Entscheidung herbeiführen, kommen wir jetzt zu unserer obligaten Schlussrunde beim Tor des Monats. Rufen Sie mich jetzt an unter der Nummer 0667705. 0667705 und wir zeigen Ihnen, was Sie gewinnen können. So, das ist das, was Sie also gewinnen können. Jetzt warten wir auf das Signal, dass es läutet. So schwer kann es heute auf keinen Fall gewesen sein. Mag sein, dass wir vielleicht ein Problem haben. Klappt schon. Wahrscheinlich haben so viele angerufen, bis einer durchgekommen ist. Guten Abend, Sportarena. Hallo? Ja, hoffentlich haben wir ihn jetzt in der Leitung. Ja, jetzt klappt es. Danke. Den Kollegen, wer spricht denn? Ja, grüß Gott, es spricht Bayer. Der Herr Bayer, von wo rufen Sie denn an? Aus Grünstadl. Wo ist denn das? Im Waldviertel. Im Waldviertel. Wer wird denn der Torschütze des Monats? Ich glaube Tor 4, Otto Konrad. Tor 4, Otto Konrad, war das auch der Tipp von Peter Schöttl? Ja. Dann schauen wir uns das jetzt an. Ja, und es war nicht anders zu erwarten. Es war ganz klar. Herzlichen Glückwunsch jedenfalls ins Waldviertel. Danke. Hier das Tor in der Wiederholung.